Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem Let's Play Cloud Pirates zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Jo, wie immer schauen wir mal erstmal auf unsere Schließfach hier Schatzkarte. Was geht denn da ab? Zack, Erfahrungspunkte, Kapitänserfahrung, Kohle. Ich glaube, ich entscheide mich für die Kohle, weil davon brauchen wir ja noch etwas, um das nächste Schiff zu kaufen. Ich habe übrigens auch, aha, nämlich von dem User, die den Hinweis bekommen, man kann Captain auch noch leveln, indem man oben auf das links oben auf das Porträt klickt. Das habe ich nämlich bisher noch gar nicht gemacht und habe da vermutlich meine Erfahrungspunkte verschwendet. So, was haben wir denn hier? Erhöht das Kämpfen, verdiente Gold, erhöht die Geschwindigkeit, Umfaltbarkeit, erhöht die Geschwindigkeit, erhöht die Teleportationsstränge. Achso, wir hast das aktiviert, bei mir ist es geschlossen. Ja, du musst Level 8 sein, glaube ich. Ah, okay. Warum ist es jetzt noch kommen? Jo, wusste ich auch nicht. Aber da hatte ich einen Tipp bekommen auf YouTube im Kommentar. Und ich probiere das mal aus. Und man hat mir gesagt, ich soll nicht so viel haten. mal gucken, ob ich das hinkriege. Wenn es mich aufregt, regst du mich auf. Da habe ich keine Kontrolle drüber. Ist halt so. Sehe ich auch so. Aber ich gebe mir Mühe, nicht mehr ganz so rumzufluchen wie ein Kutscher. Dann brauchte ich verdammt viel Kohle fürs neue Schiff. Du warst Zorn.de, oder? Oder warst du nur Zorn? Zorn Let's Play. In Dings meinst du? Hier in. Ja. Lade ich gleich ein. Ich will nur mal gucken. Welche Talente ich freischalte. Ja, warte mal, ich lehne dich noch kurz ab, weil ich erstmal hier mir das angucken will. Oh, für das Verteilen der Talentpunkte habe ich auch nochmal Punkte und Geld bekommen. Auch nicht schlecht. Rechts oben, wenn du auf Schlacht drückst, hast du hier auch so krasse Modi, glaube ich. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber irgendwie keine Ahnung. 2 Tage, 6 Stunden, 6 Stunden, 33 Minuten Belagerung des Außenpostens. Was war denn da alles dabei? Sammlerdublonen? Oh, hier gibt's. Oh, soll ich Dublonen nehmen oder eine Fackel? Eine Flagge. Dublonen. Ja, ne? Die Dublonen sind schon krasser. Vor allem 30 Stück. Die Flagge ist das Pirat höchstes Gut. Ich habe jetzt die Dublonen genommen. Ich habe 50 bekommen. Hat ja vorher kaum was. So, dann lade ich dich mal ein. Und dann können wir uns auch gleich ins Gefecht stürzen, oder? Ja, was machen. Breit. Ach, guck mal, die tägliche Quest, die wird ja da gesammelt, ne? Siehst du das? Du meinst rechts oben die. Ja, ich habe immer noch 3 von 8. I see. Jetzt weiß aber immer noch nicht, wie man eine Besatzung dem Schiff zuteilt. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Vielleicht kriegt er auch noch mal einen schlauen Kommentar. Mal sehen. Da unten ist aber so ein Schnellstart-Button, ne? Vielleicht irgendwas damit. Da habe ich jetzt schon 1000 Mal draufgeklickt. Dann wirst du nur darauf aufgefordert, Geld auszugeben. Mehr ist da nicht. Und wenn du unten auf Gruppe, ne, Bruderschaft, ist das gehört zu Gilden? Na, Bruderschaft, ne? Das sind sowas wie Gilden, ja. Keine Ahnung. Es gibt kein Match. Nee, ne? Jetzt? Wieder. Deathmatch. Und haben wir was zum Heilen? Nope, gar nichts. Haben die was zum Heilen? Nee, auch nicht. Na doch, eine Victoria. Haben die eine Victoria? Die haben eine. Nö, wo denn? Na, ganz oben, die erste. Die ist eine Blitzen. Achso, so, da in der Mitte ist eine Victoria, stimmt. Ja. Aber gut, Victorias sind die noch von der ersten Stufe. Die kann man relativ schnell wegklatschen. Sollten wir uns immer auch schön auf die konzentrieren, ne? Ja. Aber so gut kann die Victoria auch nicht heilen. Sollte eigentlich klar gehen. Aber die Victoria Stufe 1 voll ausgebaut war auch gut, oder? Ja, sie war nicht schlecht. Die freche Blitzen, du. Mann, ey, ich bin so dumm gesprungen. Die Victoria ist auch gleich ganz weit vorne, sehe ich gerade. Ah nein, mein Schiff ist noch verskillt. Wie machst du denn sowas? Hä? Trendy Fire an? Ist immer an. Sowas? Das ist die ganze Zeit an. Was ist los mit dir?
Wenn das schon die Fall ist. Ja, deswegen hast du immer die anderen einfach gekillt. Alter, was für ein Knalle hier auf dem Bildschirm. Die haben sich auf mich eingefahren. Ich glaube, jetzt stehen wir in so einem welchen Gebiet von GD. So, die Victoria ist down. Ah, das war mein Fehler. Aber das ist echt ein nicer Heal-Turm. Den hatten wir gedroppt. Unser Schmelzofen, glaube ich. Ist mega der Schmelzofen, ne? Du ja, der kann schon. Scheint aber jetzt ein recht ausgeglichenes Match zu sein. Ich kill hier ohne Ende, Alter. Ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Da gibt es auch viel zum Killen, ne? So ist es nicht. Diese Hurricane hier war frech, die muss down gehen. Die hat sich den Veteranen da geholt. Und jetzt springt sie. Warte, kriegen wir trotzdem. Ich spring mit. Nein, du brauchst nicht springen. Die fliegt wieder in meine Reichweite und ich mach die jetzt verlangsamen. Die geht down, die war einfach nur dumm und frech. Och, meine ich, wie sie können, aber sind nicht langsam. Das kann nicht wahr sein. So, da kommen die Gegner wieder angeflogen. Ey, wieso schießt du auf mich? Willst du mich? Ja. Schieß mich auf dich. Diese Winding, Alter, wie weit ich schießen kann. Das ist ja die Sperrbarschule 2, ne? Die Victoria muss looten. Boah, wieso treffen die mich denn um die Ecke, Alter? Hör doch mal auf. Alles hat sich gerade auf mich eingeschossen. Keine Chance. Keine Chance. Boah, das ist immer noch viel zu ausgeglichen, das Match. Doch, wir haben den Schmelzofen, aber der ist gerade noch in der Base. Du musst auf deine Minimap achten. Du bist da ganz allein im Pulk, ne, gewesen. Du hast das mit der Minimap immer noch nicht raus. Ich brauch den ganz schnell das Item da holen. Ist egal, du sollst dich nicht immer selber opfern. Das Spiel geht ja nur darum um Punkte. Ist völlig sinnlos. Wir müssen mehr im Team ganken. Wie wichtiger ist es einfach nicht zu sterben. Bist du glücklich, vielleicht schon. Nein, jetzt hat sich diese dämliche Blitzen das Item geholt. Bist du denn so schnell? Vor meinen Augen, Mann, das kann nicht wahr sein.
Ultra Heli Schmelz mit echt übertrieben gut. Ah, hör auf, um mich zu schießen. Alter, wie oft können die mich verlangsamen? Was soll denn das? Nicht gut, gar nicht gut. Ich hole jetzt die Items, das ist das Wichtigste. Ja, wenn du dich mal kurz aus dem Team rausziehen kannst, aber die werden sehen, dass du dich abtrennen willst, also pass auf. Ja. Ja, fuck, da holt sich schon ein gegnerischer das Item. Wäre ich noch das da hinten ein Schutzschild. Ach, die haben zwei Veteranen, ey, das ist gar nicht so einfach gegen die zwei. Oh nein, die scheiß Blitzen. Oh, so ein Arschloch Blitzen. Hält dir nicht so rum, krieg dich ab. Mann! Kackteil. Ja, wir gehen sowieso drauf. Irgendwie, weiß ich nicht, wir machen ziemlich wenig Punkte. Du hast so rumgebrüllt, dass dein Skype mega runtergeregelt hat, deine Lautstärke. Ja? Ja. Egal, dann ist es so. Wieso holt denn keiner die Items, Mann? Das können wir das nicht holen. Wenn die alle drei Items bekommen. Keiner kann die Items holen, weil wir beschäftigt sind. Wenn wir nicht im Team zusammenspielen, hätten die uns geholt. Scheiß mal auf deine Items. Die haben die Items ja auch nicht geholt. Natürlich haben sie die Items geholt. Das Nein, haben sie nicht. Ich habe die ganze Zeit auf die Minimap geguckt. Die haben nur die haben ein einziges Mal haben sie die geholt. Und die haben jetzt nicht wegen den Items gerade am Ende gewonnen, weil die sowieso die ganze Zeit schon in der Übermacht waren. Also mach nicht so ein Drama. Bereit. An den Items jetzt am Ende lag es überhaupt nicht. Deine Lautstärke ist mega gering, aber immer noch, ne? Warte mal, ich dreh mal hoch. Warum hast du überhaupt diese automatische Scheiß-Lautstärke drin? Keine Ahnung, der Scheiß geht. Hab ich doch gar nicht. Alles ganz normal. Da hat sich nichts geregelt. Dann hast du dein Mikrofon weggekloppt, keine Ahnung. Aber konzentrier dich lieber aufs Spiel, die Anfangsphase ist das Wichtigste. Die haben eine Hope. Alles ist auf B. Eieiei. Wir haben aber auch eine Hope hier. Na, mal sehen, was da so gehen kann. So, der erste ist down. Diese scheiß Hoffnung über den Berg direkt. Die Hope ist down. Die Bastion ist nach hinten gesprungen. Rechts ist aber auch noch eine Blitzen. Muss man auf deine Minimap achten. Hinter den Felsen direkt ist die scheiß Blitzen. Die fliegen alle so komisch, ey. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich zuerst konzentrieren soll. Erstmal schön auf die Geschütztürme.
Alter, diese dämlichen Blitzens. Jetzt kommen da drei auf einmal. Ja, ist die Schmelzofen. Scheiße. Hat der mir gerade Schaden gemacht. Pass auf, die scheiß Blitzen, ne? Ja, ich gehe sowieso down. Ich weiß nicht, wie der mir gerade so einen übertriebenen Schaden gemacht hat. Der hat mir Mörderschaden gemacht, der Typ. Geht mal nicht zu C rüber, ne? Bleibt mal dann bei B. Mhm. Komm sowieso zu B. Wisst ihr, da kommt schon die Blitzen zu euch geflogen. Ich gehe gleich rüber zu B und komme euch dann zur Hilfe. So, jetzt A. Ah, das ist da so eine dämliche Blitzen, die sprayt hier mal hin und her. Kann sehr. Von C kommen die hier, ich bleib erstmal auf B bleiben. Ja, bleib mal kurz auf B, wir gehen schnell A holen. Es kommt nämlich gerade die ganze A-Welle rüber. Ich hab sie nicht getroffen. So, die haben wir erwischt, den Frechdachs. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach B. Das wäre super. Das war gut. Der Schmelzofen, der hat fast nichts mehr. Ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ich gebe den Verlangsamungstorpedo. Sehr gut, der ist down. Dahinter ist noch ein Schmelzofen. Diese ganzen scheiß Türme da müssen alle weg. Die buffen die Leute alle so krass, ja. So, haben wir jetzt die Hoffnung da unten. Der gebe ich gleich ein Verlangsamungstorpedo rein. Die ist hinter diesem Hügel, Alter. Die müssen wir holen. Warum bin ich denn so unfassbar lahm? Was denkt die, dass sie da hinter dem Hügel campen kann, oder was? Wieso haben die jetzt auf einmal? Wo kommt denn das her? Weil sie weggeportet. Bringt ja gar nichts. Keine Ahnung, was das für eine komische Taktik war. So, ich flieg da mal Richtung A. Wobei, warte mal, vielleicht noch kurz B abfahren.
Ah, da ist noch ein Schmelzofen. Sauber. Was läuft da hier? Jetzt will die Bastion da massiert werden. Radiert. Das Game. Not bad. Wobei meine Skills gerade nicht optimal sind mit dem Verlangsamungstorpedo, der rettet mich ab und zu nochmal. Ja, siehst du jetzt, wo du sagst, eigentlich brauche ich diesen Skill nicht mehr, der meine Schilde runterfährt und nicht mehr Damage macht. Ja, mach mal fix, dann können wir jetzt so ein schnelles nämlich machen. Ja, okay, dann go. Okay, na mal sehen. Also obwohl ich immer Cooldown auf beides habe, der Verlangsamungstorpedo ist nicht verkehrt. Der ist schon geil, der Torpedo, echt. Der befreit uns viel Lang. Das Problem, ich habe halt zwei Torpedos gerade drin. Ich habe dann halt, wenn ich ein Torpedo zünde, Cooldown auf beide, aber der andere hat einen viel geringeren Cooldown. Na, dann mach doch einfach ein Torpedo raus und nutze dafür was anderes. Dachte ich auch, aber ich finde beide Torpedos halt sehr nützlich. Vielleicht einen Turm oder so, weiß nicht, was du aufsetzen kannst. Die sind immer total überrascht, dass ich auch einen Verlangsamungs-Torpedo habe. Ja. Hauer, Hadu. Wenn Damage raushaue, dann war's das. Wo portet sich denn der Idiot hin? Das kann manchmal nicht wahr sein. Kann man so einen Lack haben? Portet sich der Idiot mit oder was? Ach komm ey, fick dich. Nerviger Scheiß hier. Los, baller ihn um, hat noch kaum XP. Ja, sehr gut. Muss noch den sacken, dann hast du's. Gar nicht so einfach. Ja, schade. Ja, so ein Schiss ist aber noch abgelacht. No! God damn! Müssen denen ihre Fracht wegnatzen? Wieso haben die denn schon wieder so viel mehr Punkte als wir? Traf ich nett. Ach komm! Nur ganz kurz! Gib mir ein Repair-Kit! Mann, er hört schon wieder knapp, du. What, we failed to capture the payload? Wir konnten es nicht aufhalten gerade? Verstehe ich nicht.
Ich brauche hier. Hat aber keiner. Ich brauche ein Item. Ihr müsst unbedingt, Miro, ich habe keine Ahnung, wo du hinflatterst, du musst unbedingt zu A. Aber sowas von unbedingt, wenn die beide Konvois holen. Die ganze Zeit, die auf, als ihr auf die Konvois schießt. Du sollst nicht auf die Konvois, du sollst auf A, um den, das Ding zu capturen. Sonst kriegen wir gar keinen Konvoi. Die verschießen sich halt auf die Gegner. Nee, du bist der Einzige, der da sonst so rumgeflattert ist gerade. Die anderen waren da, weil da noch der Konvoi gerade war. Scheiße, ich kann den Punkt nicht alleine halten. So ein Dreck, ey. Nein, 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 ich bin rausgeflogen. Mann, ey, irgendwas ballert immer so derbe auf mich. Das geht mir so auf die Nüsse. Na, jetzt haben wir gar keinen Punkt. Scheiße, jetzt haben die beide Konvois. Richtig dumm. Mann, ich bin mal kurz vorm Sterben, weil irgendwas auf mich ballert die ganze Zeit. Weil du gerade genau in der Menge warst. Ultra nervig das Game, echt. Stirb, du dämliche Veteran. Jetzt haben die zwei Konvois, ich habe keine Ahnung, wie wir die knacken sollen. Was ist denn die Rache für ein Schiff? Wahrscheinlich ein Level 3 Schiff. Macht der ja gar keinen Damage oder was? Mann, ich sah irgendwie so ein Turm, der macht instant meine Truppen aus. Keiner auf diesen Turm ballert. Na, wir kommen sowas von überhaupt nicht ran an die, ey. Sinnlos. Ja, keine Chance. Gar keine. Meine Güte, ey. Ich komme mal kurz auf Schlachtfeld und verliere gleich 2 KL. Mal schieß mich so auf mich. Das ist so ein nettes Game. Naja, wir haben sowieso verloren. Es war gar nichts drin hier in dem Spiel. Ich habe mein Bestes gegeben. Keine Chance. Die spielen im Team. Noch schlimmer als wir. Die hängen immer 2 Schiffe zusammen oder 3 Schiffe zusammen. Und da war das Ding ist sowieso verloren. Brauche ich gar nicht mehr weiter flattern. Da haben wir ja kein Land hier sehen. So ist das. Wenigstens eine Schatzkarte gewonnen. Na gut, dann haben wir die halbe Stunde auch so ziemlich rum. Ich glaube nicht, dass ich hier neue Erfahrungspunkte gekriegt habe. Nö. Nö. Gibt es wahrscheinlich immer nur mit 9 Stufen. Du, ich habe aber gar keine Juwelen bekommen, ich habe Dublonen bekommen. Ich weiß gar nicht, Dublonen sind nur. Kann ich nur in Aussehen investieren, ne? Guck mal, 6 Minuten würde so eine Bruderschaftsschlacht anfangen. Wir haben aber keine. Ach so, ja. Weist dem Team des Schiffes im Menü Taverne einen Neuling zu. Wo ist denn das Menü Taverne? Da ist Taverne. Ja, wie weise ich das denn dem Schiff zu? Na, guck mal, verbliebene Stellen 4 steht bei mir. Also. So 50 Rubine kostet einen Platz. Ja, aber, ich nicht. Da muss ich ja 25 Rubine ausgeben. Oder wie oder was? Neulinge, ja. Sie können jedes Schiff. Fliegen sind aber zunächst jetzt. Was muss man denn klicken, damit das funktioniert? Ich klicke da die ganze Zeit drauf rum. Muss da wahrscheinlich Pay to Win. Eine Besatzung, bla bla bla. Jede Crew, bla bla bla. Jede Besatzung, bla bla bla. Verträge der Besatzung. Ja, aber wie mache ich denn so einen Vertrag? Das ist doch Dullywutz hier. Ich brauche noch 100.000. Dann kann ich jetzt die Wirbelwind kaufen. Ich
verstehe das Menü nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Ich klicke hier einfach rum und es passieren Dinge, aber nichts Sinnvolles. Kommando nicht angegeben, steht überall bei jedem Schiff. Was soll denn das bedeuten? Und raufziehen kann ich es doch auch nicht. Man muss doch Menüs so bauen, dass die Menschen sie verstehen. Was haben denn sich die Dulli-Entwickler dabei gedacht? Na, das ist doch wie bei World of Tanks, Alter. Du hast 10.000 Buttons, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Wer macht denn hier die UI-Tests? Da kriegst du ja die Krise. Ist ja extra so gewollt, dass das so kompliziert ist, denke ich mal. Wenn ich da jetzt auf Erweitern klicke, kostet 25 Rubine und ich habe nur 25. Ich mach das jetzt. Drauf geschissen. Jetzt geht ein neues Fenster auf. Was passiert denn da? Wie Rubine kaufen? Ich will keine Rubine kaufen. Ich habe doch Rubine. Ihr braucht 25 mehr Rubine. Wollt ihr diese kaufen? Nö, das will ich nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich hier drüber gehe, steht hier Neulinge. Sie können jedes Schiff fliegen, sind aber nicht zu wenig Nutze. Aktuelle Erfahrung 0 von 500. Erfahrung zum Übertragen 300. Verfügbare Fähigkeiten. Wie wählt man die jetzt aus? Ja, vielleicht musst du die auch farmen oder so. Ich weiß nicht, sind ja so, Leute, oder? Das müsste ja hier überall alles stehen. Aber hier ist nur ein Bild und nichts weiter. Guck da mal oben im Menü, hast du Bucht, Schiffsgeräte, Schiffe, Kapitän, Dekoration, Taverne. Mach mal Rechtsklick. Und ich soll irgendwas mit diesen Bros machen. Aha, Rechtsklick, ja. Aber auch nur, wenn man zweimal Rechtsklick macht, weil nämlich sonst der Tooltip kommt. So, zum Schiff bringen. Ich hab jetzt auch zum Schiff bringen gemacht, jetzt habe ich irgendwas gewonnen. Ist das schlecht, ey. Wie richtiges Dulli-Menü hier. Oh, was ich alles bekomme. Was ist denn hier? Da habe ich auch wieder Kapitänserfahrung bekommen. Ja, Mann. Oder? Nee, ich habe Talent-Neuverteilungspunkte bekommen. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig, ey. Also das Menü ist, glaube ich, das verschachtelste und dümmste Menü, was ich je gesehen habe. Was ist die Taverne? Ist jetzt auch immer bei mir ein Ausrufezeichen irgendwie. Ja, bei mir auch. Rausgehe. Wahrscheinlich, weil ich die Dudes irgendwie skillen kann, aber wie? Keine Ahnung. Aus dem Schiff entfernen. Jetzt habe ich diese Dudes. Was machen die denn? Steht doch da. Die müssen jetzt auch wahrscheinlich erstmal Erfahrungen sammeln. Ah, jetzt habe ich hier, wenn ich auf mein Schiff gehe und auf Besatzung, sehe ich meine Besatzung, ja. Und die müssen jetzt wahrscheinlich erstmal gelevelt werden, die Besatzungsneulinge hier. Wie siehst du auf Besatzung? Wo ist denn da hin? Ja, auf das Schiff und dann auf Besatzung. Ach so. Hurricane? Ja, das erklärt auch, warum einige schon so viel krasser unterwegs sind als wir. Wenn die natürlich solche Boni haben und dann auch noch diese Captains-Punkte, die ich ja jetzt zum ersten Mal verteilt habe. Achso, aber es steht auch 0 von 500. Wie kriege ich jetzt so einen Besatz, so einen Typen dazu? Der ist ja schon. 0 von 500 sind seine Erfahrungspunkte. Achso. Ah, es wäre du dir erstmal gelevelt. Ja. Und dann hat er halt neue verfügbare Fähigkeiten. Na gut, dann heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Ich habe immer noch nicht meine 190.000 zusammen für den Duellanten. Ich habe erst 146.000. Das macht mich ja wahnsinnig. Ja, vielleicht schaffen wir das ja. Da muss der ewig Kohle sammeln. Ja. Ich bin mal gespannt, die nächste Stufe wird bestimmt interessant. Boah, da kostet aber alles so viel Gold. Das wird alles so lange dauern. Man muss echt hart reinsuchen in den Game. Also bei dem Spiel ist wirklich Zeitaufwand ist gigantisch. Aber siehst du, du machst irgendwie 3 Matches und schon eine halbe Stunde vorbei. Also vergeht ja gut die Zeit bei dem Game. Ja, aber man kriegt halt nicht viel raus, ne? Ja. Na gut, dann sind wir jetzt auch wirklich mal am Ende der Folge. Wir sind weiter über eine halbe Stunde, von daher reicht's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir ein Let's Play Cloud Pirate spielen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.